gerade nach Hause gekommen. Und zwar waren wir den ganzen Tag im Tierpark gewesen. Es war richtig schön. Und ich dachte, ich nehme dich den Rest des Tages so ein bisschen mit durch unseren Kuddelmuddelabend. Elisa ist eingeschlummert im Auto. Also die süße Maus hat im Tierpark gut durchgehalten, ist die ganze Zeit nur rumgelaufen. Und jetzt hat es sie umgehauen. Ich habe eben noch überlegt, ob ich sie jetzt ins Bettchen lege oder ins Wohnzimmer lege. Aber ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach hier schlafen. Die Tür bleibt auf. Wir sind jetzt eh im Garten. Heute ist so schönes Wetter. Guck dir das an. Und guck mal, wie wir angezogen sind. Ich habe das erste Mal wirklich T-Shirt und kurze Hose. Also wirklich wunderschönes Wetter. Und Justus macht jetzt auch noch den Rasensprenger an. Die Kinder wollen nämlich heute noch richtig nass werden. So, die Kinder springen jetzt durch den Rasensprenger und ich starte. Oh ja, jetzt wird's nass hier. Ja, lass mich mal bitte kurz. So, sie haben jetzt hier auch noch ihr Spielzeug hier aufgebaut. Ah! Johann, warum sagst du denn nichts? Oh, ich habe ihn. Oh, Entschuldigung, habe ich ihn kaputt gemacht. Okay, mach du das. Ja, ich gehe noch einen Schritt zurück. Ja, das Wasser kommt aus unserer Pumpe hier. Vielleicht erinnerst du dich, ich glaube letztes Jahr war das, als wir das haben bohren lassen. Seitdem können wir unser Grundwasser benutzen, um unsere Pflänzchen hier immer zu gießen. Und Justus hat hier auch was aufgebaut, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Aber Clara holt schon die Badeklamotten. Und Justus hat hier überall am Rand Schlauch verlegt. Das ist jetzt seine selbst erfundene Bewässerungsanlage, so nennt er das. Also das ist einfach nur Schlauch und dann hat er hier, glaube ich, überall irgendwie Löcher reingemacht und das geht dann halt durch. Ja, MacGyver-mäßig hat er das sich ausgedacht und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Seitdem kriegen auch alle unsere Pflanzen immer gut Wasser. Ah, Schaukel! Sie ist wieder offen. Justus kommt bestimmt auch noch gleich. Und dann können wir zusammen hier schaukeln. Achso, ich benutze heute übrigens eine neue Kamera. Kannst mir am Ende des Vlogs mal schreiben, ob dir das aufgefallen ist, ob du das besser findest oder schlechter findest. Ja, meine letzte Vlogkamera ist nämlich leider kaputt gegangen und deshalb habe ich die jetzt mal ausprobiert. Ich hoffe, die ist gut. Also soweit ich das ausprobiert habe bis jetzt und was ich so gesehen habe, war das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich bin schärfer als sonst. Johann! Zeig mal, was du heute gemacht hast. Hol mal dein Messer. Ja, wir waren ja heute im Tierpark und da war auch ein mittelalterlicher Markt. Total spannend immer für die Kinder und auch für mich. Ich gucke da auch mal sehr, sehr gerne. Und Johann hat dann bei der Schmiede dort etwas selbst geschmiedet. Das kann er dir gleich einmal zeigen. Also richtig toll. Fast ganz alleine hat er das gemacht. Er hat das auch in seiner Insta-Story gepostet. Also du kannst gerne mal auf seinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ich werde das auch in die Highlights setzen. Er möchte das nämlich auch noch gerne seinen Kumpels zeigen. Oh Gott. Sag mal deine Schmiedekunst, wie das komplett aussieht. Ja. Es ist nämlich ziemlich scharf, also muss man richtig aufpassen. Es ist richtig scharf. Also er hat wirklich auch dieses alles hier gedreht. Es war vorher wirklich nur so eine Stange gewesen. Genau. Er hat das gedreht, das hier gewölbt, dann hier alles platt gemacht und dann noch scharf gemacht. Bis es wirklich so ein komplettes Messer ist. Ne? Total cool, dass du sowas gemacht hast. Was hast du vor? Willst du zeigen, wie scharf es ist? Genau. Dann hol mal ein Stück Holz irgendwo. Ich mach das erst am Rad und dann beim Holz. Hier. Warte. Das ist schon ab. Warte, ich komme mal. Ich muss aufstehen. Oh, ich bin so ein bisschen müde vom heutigen Tag. Wir waren die ganze Zeit unterwegs. Und das Gras ist ab. Also wirklich super mega scharf. Mhm. Und nochmal. Und hier noch das große einmal zeigen. Oh, oh, okay. Sehr cool. Hol mal ein Holzstück, dann können wir das auch noch mal zeigen. Das hat der Schmiedemeister nämlich da auch noch mal so demonstrativ gemacht, wie scharf das Messer jetzt ist. Hat er nämlich an so einem Holzstück dann Holz abgefräst. Ist das Bambus? Ja. Geht das darauf? Oh ja, sieht man ganz gut. Geht die Rinde ab. Und ich habe das ja alles aufgenommen in deiner Insta-Story. Oh, cool. Kannst du dann deinen Kumpels zeigen? Mhm. Wie du das gemacht hast. Kannst du das Handy in die Schule mitnehmen? Wohl nee, nächste Woche geht das ja dann noch gar nicht. Stimmt, wir sind ja dann auch Klassenfahrt. Dann ist erstmal Klassenfahrt.
Und auf der Klassenfahrt darfst du kein Handy mitnehmen, weil? Weil, weiß ich nicht. Also das Handyverbot auf der Klassenfahrt. Oder oh nein, also wirklich das ganz wurde strikt entschärft. Ausgesprochen? Nee, das ist noch super scharf. Ja, ganz, ganz schade. Also Johannes findet es richtig schade, dass er sein Handy nicht mitnehmen darf. Seine Kumpels auch. Und mit dem Handyverbot ist eben tatsächlich auch einhergehend Telefonierverbot. Also er darf gar nicht zu Hause anrufen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Schulen auch so ist, bei einer Klassenfahrt, dass das verboten ist. Ich finde es schon ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte schon gerne so am Abend mit meinem Sohn nochmal gesprochen und gefragt, was er gemacht hat, ob es ihm Spaß gemacht hat, ob es ihm gut geht. Und das wäre natürlich am praktischsten, wenn er sein eigenes Handy dabei hat. Die haben da wohl auch vor Ort ein Telefon in der Jugendherberge, aber sie sollen es nicht benutzen. Finde ich komisch. Ist das pädagogisch irgendwie, hat das irgendeinen Grund? Ja. Ja? Sag mir den pädagogischen Grund. Das ist nur dafür da, ja? Dass wir das dass wir unsere Eltern anrufen können, wenn wir wirklich krank sind. Also nur im Notfall? Ja. Ansonsten sind die Kinder von uns abgeschottet. Die Lehrer wollen das auch nicht. Die Lehrer wollen das nicht. Dass die nochmal die Eltern anrufen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie Angst, dass die Kinder irgendwie dann Heimweh kriegen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, genau, das kann richtig sein. Nämlich die meisten aus meiner Klasse können richtig schnell Heimweh haben. Dann ist das natürlich, ja, weiß ich nicht, dann ist es vielleicht nicht so gut. Johann ist übrigens ein Kind, das kein Heimweh bekommt. Niemals. Bedeutet nicht, dass es ihm hier nicht gut geht. Ja, genau. Sondern, ja, ich weiß nicht, er war schon immer so ein unkompliziertes Kind. Also ich konnte ihn immer zu Freunden geben, auch wenn es zum ersten Mal war, ist er da geblieben, hat sich gefreut, hat da gespielt und er war nicht so, ja, so klammerig oder anhänglich und wollte dann lieber bei Mami sein oder so. Oder übernachten freut er sich auch immer, wenn er bei seinen Kumpels ist. Oh ja, genau. Ja, also Johann hat keine Heimweh. Naja, also ich finde es sehr, sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Aber was sie mitnehmen dürfen, ist eine Fotokamera. Und zwar wirklich nur eine Fotokamera, die sonst nichts kann. Nicht telefonieren, nicht ins Internet oder so. Dann muss ich dir noch eine mitgeben, Johann. Wer weiß, vielleicht schmuggle ich einfach auch eine Filmkamera aus. Nein, du schmuggelst keine Kamera mit. Oh, die haben schon gesagt, die sind da super streng. Wenn da nämlich irgendwas durchgeschmuggelt wird, wird das Kind sofort zur Abholung bereitgestellt. Nein, das wollen wir natürlich dann auch nicht. Also ich muss die Woche komplett ohne Johann aushalten. Vor allem ich muss die ganzen Mädchen unter Schach halten. Da. Johann. Stimmt doch. Soll ich mal was zu trinken machen? Ja. Wir waren ja die ganze Zeit im Tierpark. Wir hatten auch zu trinken dabei, ist es aber so schnell leer gegangen. Und dann haben wir da noch leckeren Himbeerschorle getrunken. Aber die war dann auch schnell alle. Also bei dem Wetter muss man viel, viel, viel trinken. Elisa schläft noch. Der Mann, der geschmiedet hat, der hat mich auch richtig da gelobt wegen dem Messer. Der Schmiedemeister, ne? Hat Johann gelobt, dass er so tatkräftig dabei war. Johann hat es richtig Spaß gemacht. Das hat man ihm richtig angesehen. Beachte übrigens bitte nicht meinen Chaos. Heute Morgen sind wir einfach nur irgendwie angezogen und raus, damit wir keine Zeit verschwenden. Wie soll ich das jetzt waschen? Mit Tuch geht das ja gar nicht. Wieso? Das ist immer zu schnell. Du musst so vorsichtig machen, Johann. Warum willst du es denn sauber machen? So ein Messer. Das ist nämlich voller Tomatenketchup von... Voller Tomatenketchup. Anstatt ein richtiges Messer für die Rat der Meinung. Ja, wir haben dann nämlich Würstchen gekauft. Und weil wir da dann kein Messer hatten, haben wir dann direkt praktischerweise Johanns Schmiedemesser genommen. Hat super funktioniert. Genau. Ja, dann wasch das einmal ab. So, mal gucken, wo mein Ehemann ist. Ist er ja echt weg. Kann ich macht Seife das hier kaputt? Nee, Seife macht das nicht kaputt. Gut, dann reinigst du mit Seife. Ich mach was zu trinken. Aua! Oh, man hat mich geratscht. Entschuldigung. Selbsten. Dass du gerade da bist mit deinem Arm. Oh, weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich mache so ein Zitronenwasser, Johann. Oh, cool. Hast du Lust darauf? Ein kühles Zitronenwasser. Habe ich nämlich letztens so ein Rezept gesehen.
Das wollte ich sowieso immer nachmachen. Mache ich jetzt. Jetzt brauchen wir nämlich kühles, frisches, leckeres Zitronenwasser. Aber das auch wirklich nach Zitronen schmeckt. Also nicht nur ein Hauch. Ja, ja, ich mache richtig viel Zitrone rein. Das schmeckt dann nach Zitrone. Also ich hatte dieses Zitronenrezept auf einem YouTube-Kanal gesehen. Prepina heißt sie, glaube ich. Das sah so lecker und erfrischend aus. Das hatte ich sowieso vor. Und das werde ich natürlich auch mit meiner Preppi machen. Geht aber super schnell und zucki, rucki zucki. Muss sie erstmal zusammenbauen. Guck mal, sie ist komplett in Einzelteilen gerade, weil ich sie gerade erst gewaschen habe. Ja, bitte nicht meine Küche kaputt ratschen mit deinem Messer, Johann. Ja, ich hatte auf dem Mittelaltermarkt auch eine ganz, ganz liebe Zuschauerin getroffen mit ihrem Mann und ihrer Tochter oder ihrem, ich weiß gar nicht, ihr Kind. Und ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen. Ich freue mich ja immer, wenn ich Zuschauer treffe aus der Community. Das ist immer so ganz besonders. Ich tue es hier ran. Keiner macht das durch. Und die anderen Messer dadurch halten. Gehst du ins Wasser, Johann? Ja. Mach das, mein Schatz. Ich spritze die Mädels auf. Spritze die Mädels auf. Ja. Elisa noch nicht, ne? Elisa ist auch im Auto, bitte noch nicht nass spritzen. Oder ist auch was Süßes passiert mit Elisa. Sie ist so eine süße Maus. Da war auch so ein kleiner Wasserspielplatz. Da ist sie dann hingegangen mit ihren Schüchchen. Und da war es halt auch extrem matschelig. Und dann ist sie da stecken geblieben mit ihrem Schuh, hat dann nur noch ihren Fuß rausgezogen. Und ja, ihr Schuh war komplett matschelig. Aber es war so witzig, ich weiß nicht. Bin ich eine schlechte Mutter, dass ich darüber gelacht habe. Ich fand das total niedlich. Jetzt muss ich einmal gucken, welches Messer ich benutze. Ich glaube, sie hatte das normale Messer benutzt. Das sind ja die verschiedenen Messer hier. Das ist das normale, das andere sind Rühr und das ist so ein Knet- und Mahlmesser. Ich nehme das hier. Sie hat auch noch 40 Gramm Puderzucker benutzt, damit das ja, wahrscheinlich auch ein bisschen süß schmeckt. Das kann ich jetzt auch machen. Ups. Das reicht. Also man kann wohl auch noch mehr benutzen, wenn man es süßer mag, aber ich lasse das jetzt mal so. Puderzucker tue ich hier schon mal rein in die Preppi. Ist jetzt drin. Und dann noch Wasser. Das sind jetzt 1 Liter kaltes Wasser. Und jetzt eigentlich nur noch die Zitrone, dann ist man schon fertig. Also wirklich ein super einfaches Gericht. Gericht. Eine Limonade. Also ich habe jetzt auch wieder Bio-Zitronen, eigentlich so ähnlich wie das Ingwer-Zitronensirup. Nur in kalt. Nur ohne Honig, sondern mit Zucker. Das ist jetzt alles drin. Ich mache jetzt den Deckel drauf. Dann jetzt Impuls 1 Minute lang. Und dann müsste es eigentlich auch schon fertig sein. Ich mache den Deckel drauf. Es ist fertig. Jetzt müssen wir einmal reingucken. Also normalerweise, wenn er den Turbogang oder den Impulsgang drauf hat, dann wird das mega, mega musselig und pampelig. Aber es ist so geworden. Und es riecht total lecker. Frisch und zitronig. So, jetzt muss ich das noch rausmachen. Ich habe mir hier schon so ein Sieb hingetan. Was mir übrigens noch fehlt, das wollte ich noch besorgen. Für den Sommer finde ich das total hübsch. Also es gibt ja solche richtig schönen Wasserflakons. Da kann man ja dann auch noch ganz toll ja, Zitronen mit reingeben, Himbeeren mit reingeben, Minze mit reingeben, damit das einfach nur hübsch aussieht. Oh, ich liebe das, wenn ich zu Besuch bin und so eine Wasserflasche steht auf dem Tisch. Ich finde, dann kriegt man direkt richtig viel Appetit. Achso, ich dachte gerade, Elisa weint, aber sie schläft noch im Auto. Johann und Clara springen da übrigens gerade durch den Wassersprenger. Ich glaube, mein Sieb ist zu klein, aber ich probiere das jetzt mal. Ich mache jetzt schon mal das erste Glas fertig. Eine Zitrone mit rein, Chips. Wer hat Lust auf ein kaltes Erfrischungsgetränk? Das muss ich mal probieren. Lecker. Auch nicht zu süß, sondern wirklich erfrischend. Wenn es noch ein bisschen kühler ist, schmeckt es noch besser. Also ich stecke es gleich nochmal in den Kühlschrank rein. Tada!
noch probieren, mein Schatz? Ja, ich auch. Und meine Kinder sind gerade etwas leicht bekleidet. Hier, macht Spaß? Ja. Im Wasser? Schmeckt so wie Schwein. Weil das geht nach Bitterlemon. Stimmt, schmeckt so ein bisschen wie nach Bitterlemon. Die kleine Abkühlung auch für dich? Möchtest du einmal probieren? Da kommt er ja. Frisch vom Mittagsschläfchen. Mein Schatz, guck mal, probier mal. Ist aber leider nicht mehr gekühlt jetzt. Aber probier mal, ob es dir schmeckt. Die Live-Reaktion. Oh, die Sonne. Was ist denn da drin? Ist da auch Sprudelzeug drin? Nee. Hätte man aber auch übrigens machen können. Also falls du das mit Sprudelwasser trinken möchtest. Aber ich habe das jetzt mal mit Stillem gemacht. Das ist mir gut. So, meine rettende Oase. Ich komme. Ich bin so froh, dass wir hier diese kleine Ruhezone gemacht haben. Also den Kindern gehört ja wirklich komplett der Garten eigentlich. Das ist komplett ihr Spielplatz. Aber hier ist so, ja, so still. Und hier kann man richtig toll zugucken, den Kindern beim Spielen und Toben. Justus hat heute auch kurze Hose an. Hast du ja schon gesehen? Ja. Guck doch mal. Justus, nee. Vielleicht dachte ich, jetzt soll ich meine hübschen Beine zeigen. Nein, guck mal, hab ich ihm gekauft. Hat er sich ja gewehrt. Jeans, kurze Hose und so, aber steht ihm gut. Nein, ich habe sie mir kaufen lassen. Das ist ja der Unterschied. Jetzt sind die Tage ja länger als sonst. Das heißt, bei uns gehen die Kinder dann auch später ins Bett als sonst. Also so Winterzeit ist immer so 20 Uhr. Und jetzt, was nickst du da so? Ja, jetzt noch später ab ins Bett. Ja, jetzt ist es immer so 21 Uhr. Mindestens, ne? Geht's dann los und um 22 Uhr sind sie dann wirklich im Bett. Das war ein Schrei der Glücklichkeit. Ich habe schon erzählt, dass Johann Handyverbot hat. Ohne meinen Sohn, ohne gute Nacht sagen und gute Nacht knutschen. Finde ich aber gut. Sie sollen ja groß werden. Nein, er soll nicht groß werden. Nein, er soll selbstständig sein und die sollen nicht die ganze Zeit hinterher glucken. Ja, also oh, was hat mein Sohn heute gemacht? Ein Anruf am Abend, um zu fragen, ob alles gut ist, sollte man als fürsorgliche Mutter schon machen dürfen. Und da war das ja auch, ne? Als wir zur Bundeswehr einberufen wurden, dürfen wir eine Woche lang oder zwei Wochen lang nicht mit unserer Familie. Abgeschottet doch, von der Außenwelt. Also, ich glaube, wir durften mit denen telefonieren, aber wir durften nicht nach Hause. Ja, damals waren so harte Zeiten. Und jetzt in der wurden Grundschule? Wurden wir vorbereitet auf den harten Weg des Lebens. Jetzt in der Grundschule ist das jetzt genauso. Kein Kontakt zur Familie. Naja, gut. Also wir werden es natürlich überleben, aber ich finde es trotzdem, weiß ich nicht. Nee, lass ihn mal. Das ist gut. Der Sand gehört in die... Johann, Clara, vervollständig den Satz. Der Sand gehört in die... Nein, in die Sandkiste. Das wäre der Satz gewesen. Ja, da ist der Papa ja ganz streng. Ja, der Sand gehört in die Sandkiste. Aber ich habe jetzt letztens auch Eltern gehört, die haben genau dasselbe gesagt. Echt? Ja. Gibt es noch mehr Eltern, die diesen Spruch machen? Ja, die haben auch irgendwie, genau, Peter, der Sand gehört in die Sandkiste. Ja, siehst du? Ich dachte, den hast du erfunden. Nein, ja, dachte ich. Aber nein, das haben viele Menschen gesagt. Schon viele. Ich dachte, ich habe so viele Sachen erfunden, die schon vor mir Leute erfunden haben. Hier ist wasserfreie Zone, Johann. Was? Hier ist wasserfreie Zone. Komm, hier ist sogar verboten Zone. Na gut, ich glaube, wir werden jetzt noch ein bisschen hier rumlungern, unseren Kindern beim Spielen zuschauen. Wir verabschieden uns. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.